Auch in der Hauptstadt ist die Lage gespannt. Im August 23 tritt die Berliner Regierung wegen der Ruhrkrise zurück. Bitte sehr, hier unterschreiben. Friedrich Ebert, der als Reichspräsident einen neuen Regierungschef zu ernennen hat, steht vor einer schwierigen Entscheidung. Bitte sehr. Nur eine große Koalition, von der DVP bis zur SPD, scheint jetzt erfolgversprechend. Dafür braucht er Stresemann. Ebert zögert. Tja, Sie waren nicht meine erste Wahl. Sie verzeihen mir das offene Wort. Ich habe mich nicht nach diesem Amt gedrängt. Wie die Dinge stehen, ist es eigentlich politischer Selbstmord. Am 13. August 1923 ernennt Ebert Stresemann zum Kanzler. Als Stresemann Reichskanzler wurde, war das ein politisches Himmelfahrtskommando. Das Deutsche Reich befand sich in seiner schwersten politischen Krise seit dem Ende des Krieges. Seit 7 Monaten tobte der Ruhrkampf. Das Wirtschaftsleben an Rhein und Ruhr stand still. Die Hyperinflation schoss in die Höhe. Und niemand wusste, was aus Deutschland überhaupt noch werden sollte. Wenn Stresemann davon sprach, dieses Amt zu übernehmen, sei politischer Selbstmord, so war das aber nicht nur in einem metaphorischen politischen Sinne zu verstehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass zu dieser Zeit Rathenau, Erzberger schon einige Politiker ermordet worden waren. Unaufhörlich wird Geld gedruckt, um den Ruhrkampf zu finanzieren. Der Wert der Währung fällt ins Bodenlose. Mitte Oktober 23 kostet ein Laib Roggenbrot 267 Millionen Mark. Eine ganze Generation verliert ihre Ersparnisse und die Hoffnung. Die Inflation ist zu einem Urtrauma der Deutschen geworden. Man hat eben erlebt, dass alles, was man gespart hatte, alles, was man auch an Kriegsanleihen gezeichnet hatte, für den Staat aufgeopfert hatte, dass das verloren war. Und das hat dem Vertrauen, dem, was möchte man sagen, Urvertrauen in den Staat, einen schweren Stoß versetzt. Stresemann muss handeln. Um die Inflation zu beenden, bricht er den passiven Widerstand im Ruhrgebiet ab. Vor dem Parlament muss er sich verantworten. Das Reich ist das Einzige, was uns geblieben ist, in all dem Zusammenbruch, den wir erlebt haben. Es jetzt zu erhalten, ist die Pflicht. Eine Rede, die Mut abverlangt. Die Rechte wirft ihm Verrat, Kapitulation vor den Franzosen vor. Wieder habe die Republik eine Niederlage der Nation verschuldet. Doch er hatte keine Wahl. Deshalb, wir haben den passiven Widerstand im Ruhrgebiet abgebrochen. Aus Feigheit von dem Volk, wo bleibt die deutsche Ehre? Buh! Es kostet Ihnen den Kopf. Hoffentlich haben Sie recht. Die Leute im Ruhrgebiet werden im Stich gelassen! Der Abbruch des passiven Widerstands. Der Mut hierzu ist vielleicht nationaler als all die Phrasen, mit denen dagegen angekämpft wird. Ich bin mir bewusst, dass ich damit meine politische Stellung, ja vielleicht sogar mein Leben, aufs Spiel setze. Aber was fehlt dem deutschen Volke? Uns fehlt der Mut zur Verantwortlichkeit. Der Abbruch des passiven Widerstandes war vielleicht die Sternstunde Stresemanns. Er zeigte sich als Staatsmann, der aus Überzeugung eine höchst unpopuläre Entscheidung traf. Er tat es, obwohl er wusste, dass seine Gegner ihn beschuldigen würden, ein zweites Versailles zu unterschreiben. Im Reich kommt es zu Aufständen. In Koblenz wollen Separatisten eine rheinische Republik errichten. In Sachsen und Thüringen verbünden sich Sozialdemokraten und Kommunisten. Es droht eine rote Revolution. Stresemann lässt die Reichswehr eingreifen. Die größte Gefahr aber droht von rechts, im Süden der Republik. In München macht die bayerische Regierung gegen Berlin mobil. Unterstellt sich die Reichswehrtruppen im Land. Sie macht gemeinsame Sache mit sogenannten vaterländischen Verbänden.
rechtsextremen Organisationen, zu denen auch Hitlers NSDAP zählt. Sie wollen den Marsch auf Berlin. Das weiß auch der Kanzler. Gegen die Kommunisten in Sachsen und Thüringen konnte er die Reichswehr einsetzen. Doch würde sie auch einen Putsch von rechts niederschlagen? Herr Reichskanzler, General von Seeckt für Sie. Rein, Frank. Herr General? General von Seeckt, schön, Sie zu sehen. Bitte nehmen Sie Platz. Danke. General Hans von Seeckt ist oberster Militär der Republik. Ist die Reichswehr bereit, die Republik auch gegen Angriffe von rechts zu verteidigen? Die Lage in Bayern ist hochexplosiv. Karl, Lossow und Hitler können jederzeit losschlagen. Die Reichswehr muss bereit sein. Herr Reichskanzler, mit Männern wie Ihnen ist dieser Kampf nicht zu führen. Sie haben nicht das Vertrauen der Truppe, Herr Reichskanzler. Sie verweigern mir den Gehorsam der Truppe. Belassen wir es dabei. Zunächst. Jawohl. Ein ungehorsamer General. Warum entlässt Stresemann ihn nicht? Stresemann stand im Herbst 1923, als es im Reich an allen Ecken und Enden lichterloh brannte, unter einem enormen Druck. Stresemann hatte in dem Moment nicht die Möglichkeit, auch noch einen offenen Konflikt mit der Heeresleitung zu führen. Und insofern spielte Stresemann zunächst einmal auf Zeit. In München machen die Gegner der Weimarer Republik inzwischen mobil. Am 8. November 1923 lädt Generalstaatskommissar von K. zu einer Kundgebung in den Bürgerbräukeller. Diese in kürzester Zeit wieder zu gewinnen, so scheidet es aus der Reihe der Großnation. In einer Rede zur Lage der Nation macht er Stimmung gegen Berlin. Weg mit dem Knebelvertrag! Doch einer will nicht mehr reden, sondern handeln. Hitler sieht die Chance, loszuschlagen. Will die zögerliche Regierung und die Versammelten auf seine Seite zwingen. Gastgeber und Publikum sind überrascht. Die nationale Revolution ist ausgebrochen. Doch seine Worte gehen im Lärm unter. Zeugen berichten später, sie hätten dies anfangs für ein Kasperltheater gehalten. Die nationale Revolution ist ausgebrochen. Der Saal ist von über 600 schwer bewaffneten Männern besetzt. Keiner kann den Saal verlassen. Doch der Trommler der NS-Partei meint es ernst. Ich mache einen Vorschlag. Bis es endlich zur verdienten Abrechnung mit den Verrätern kommt, wie Deutschland heute zugrunde richten, übernehme ich die Führung der Nation. Ich werde das Deutsche Reich regieren. Die Regierung in Berlin ist abgesetzt. Kurz vor Mitternacht erreicht die Nachricht Berlin. Was ist passiert? Stresemann ruft sofort eine Krisensitzung ein. Mit dabei Reichspräsident Ebert. Beide wissen, im Notfall kann nur einer die Putschisten aufhalten. General? Welche Haltung wird die Reichswehr einnehmen, wenn Hitler an der Spitze bayerischer Truppen auf Berlin marschiert? Die Reichswehr steht fest hinter mir. General von Seeckt, meinen Sie nicht auch, dass die neue Situation es erfordert? Was sollen wir tun? Nein. Ohne Militär haben wir keine Chance. Noch ist völlig ungewiss, wer den Putsch wirklich trägt. In München zögern die Regierenden, sich Hitler anzuschließen. Im Saal herrscht Verwirrung. Ich glaube, es ist an der Zeit, Ludendorff in den Saal zu bitten. Doch Hitler verfügt noch über einen Trumpf.
Im Saal erscheint General A.D. Ludendorff. Im Krieg war er Kopf der obersten Heeresleitung, der führende Militär und überaus populär. Ludendorff ist bereit, die Galionsfigur für den Aufstand zu spielen. Meine Herrschaften, in dieser historischen Stunde dürfen Sie sich dem Ruf der Nation nicht versagen. Auf nach Berlin! Der Auftritt des Generals entscheidet die Lage. K. und die anwesenden Militärs schließen sich dem Putschversuch an. Die Putschisten haben eine Regierung ausgerufen. Sie besteht aus General Ludendorff, Adolf Hitler, General von Lossow. General von Lossow. Ein Gegner sägt, soll Reichswehrminister in der Putschregierung werden. Das ist unsere Chance. Das wird Sieg nicht schmecken, Lossow und Hitler. Von Lossow lässt er sich nichts sagen. Sein Rivale Lossow soll Vorgesetzter sein? Herr Reichspräsident, meine Herren, jetzt müssen wir handeln. Der Putsch muss niedergeschlagen werden. Meine Herren! Ich schlage vor, General von Seeckt umfassende Vollmacht zu erteilen. Gehen wir. Was soll man da sagen? Ich bin sprachlos. Jetzt hat von Seeckt, was er immer wollte. Er hat die Macht. Und ob er sie jemals wieder abgeben wird? Nein. Er ist ein Kommisskopf. So einer wagt keinen Umsturz. Hoffen wir, dass Sie recht behalten. Auf der einen Seite war es riskant, Seeckt diese Vollmachten zu erteilen. Auf der anderen Seite aber wurde Seeckt dadurch in die Pflicht genommen und er konnte gar nicht mehr umhin, sich vor Stresemann zu stellen. Und das war so gesehen auch wieder ein sehr kluger Schachzug. München am Morgen des 9. November. In der Stadt herrscht zunächst Ungewissheit. Doch allmählich spricht sich herum, dass Gustav von K. und General von Lossow auf Distanz zu Hitler gehen. Sie seien überrumpelt worden. Hitler und Ludendorff geben nicht auf. Mit einem Marsch durch die Münchner Innenstadt wollen sie die Massen hinter sich bringen. Gegen Mittag erreichen sie mit 2000 zum Teil bewaffneten Gesinnungsgenossen die Feldherrenhalle. Mach schon, in Aufstellung! Hier versperrt Landespolizei den Weg. Sie hat den Befehl, den Weitermarsch der Putschisten mit allen Mitteln zu verhindern. Das ist seine Exzellenz General Ludendorff! Welche Seite zuerst schießt, wird nie geklärt. Hitler wird nur knapp von einer Kugel verfehlt. Sein Nebenmann stirbt. Insgesamt kommen 4 Polizisten und 16 Putschisten ums Leben. Ludendorff bleibt unverletzt und wird noch vor Ort festgenommen. Hitler gelingt die Flucht. Doch wenige Tage später wird auch er verhaftet. In Hitlers Reich wird der kläglich gescheiterte Putsch zur Heldentat stilisiert. Die Getöteten werden alljährlich am 9. November als Märtyrer gefeiert.